Moin aus Hamburg zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um den Innenbeleuchtungseinbau in einen Personenwagen. Und wenn wir schon dabei sind, dann werde ich diese Waggons auch noch mit Fahrgästen versehen und ganz dezent altern. Diese Waggons sind von Pico, aber das Ganze funktioniert auch mit jedem anderen Waggon. Und die Beleuchtung stammt von der Firma ISO mit einem Decoder. Als erstes kümmern wir uns um die Platine für die Innenbeleuchtung. Diese Beleuchtung ist so ausgelegt, dass sie für die Spur H0 verwendet werden kann. Ich muss sie also nun kürzen, damit sie in den Waggon in Spur N passt. Das heißt, diese 5 LEDs können wir auf dieser Länge nicht gebrauchen. Allerdings hat die Platine noch ein paar Lötstellen für zusätzliche LEDs dazwischen, die ich auch ausnutzen werde. Dadurch kann man das Licht im Wagen ein wenig homogener gestalten. Die Leuchtstärke kann man dann durch einen Potentiometer einstellen. Beim Entlöten sollte man sehr vorsichtig vorgehen, da diese LEDs recht schnell brechen und damit zerstört werden können. Das heißt also, sich Zeit nehmen und die Stellen vernünftig erhitzen, aber aufpassen, dass die LEDs nicht gebraten werden. Danach mit einer Pinzette diese immer ganz vorsichtig von unten anheben und so von der Platine ablösen. Hier sollte man sich noch unbedingt die Lage merken, damit die Anode und Kathode beim Wiedereinlöten nicht verwechselt werden. Ich habe jetzt den Waggon aufgemacht und die Platine hier Probe reingelegt. Diese passt genau rein und an diesem Ende hätten wir ein bisschen Platz für die Rücklichter und einen Kondensator. Und wir müssen noch diese Kabel hier unterbringen. Man kann natürlich noch den Aufwand betreiben, wenn man möchte, und diese Kabel kürzen, damit diese nicht so viel Platz wegnehmen. Bei Innenanrichtung müssen wir aber noch Platz schaffen und somit müssen wir diese eingedeutete Toilette und einen Sitz weichen. Man kann an dieser Stelle zusätzlich noch die Fenster von innen weiß anmalen oder abkleben. Das werde ich nicht machen, weil ich der Meinung bin, dass man die Kabel im Inneren nicht wirklich extrem sieht. Und wenn ich die Inneneinrichtung hier entferne, dazu drückt man hier an den Seiten einfach diese Nasen vorsichtig weg, dann kann man sehen, dass wir hier Öffnungen haben, um auch Kabel von den Achsen durchschieben zu lassen, die unsere Platine dann mit Strom versorgen. Ich habe nun die Achsenschleifer eingebaut. Dazu habe ich bereits ein Video, wie man solche Achsenschleifer einfach selbst erstellen kann. Das Video verlinke ich euch hier rechts oben. Das Kabel ziehen wir hier durch diese Öffnung durch. Und jetzt fehlt mir noch die Kupplung hier ab. Das macht aber nichts. Wichtig ist, dass das Kabel nicht zu straff gezogen wird, damit sich das Drehgestell noch drehen kann. Das ist auf jeden Fall wichtig zu prüfen und die Räder sollen sich natürlich ebenfalls frei drehen. In der Innenanrichtung werde ich noch ein kleines Loch bohren, ungefähr an dieser Stelle, da ich nicht möchte, dass das Kabel über der Kupplungsmechanik geführt wird und eventuell diese beeinträchtigt. Und wenn wir schon den Wagen aufgebracht haben, dann nutze ich die Gelegenheit und bringe noch Farbe bei der Inneneinrichtung rein. Dazu nehme ich die Revell-Farbe mit der Nummer 82. Und so sieht unser Ausbauzustand nun aus. Die beiden Kabel von beiden Drehgestellen werden hier durch das Loch herausgeführt an der Stelle hier, wo die Platine die Lötkontakte hat.
Die Inneneinrichtung hat Farbe erhalten und wir sollen an dieser Stelle sofort prüfen, ob die Kupplungsmechanik noch richtig auf beiden Seiten funktioniert oder doch irgendwo hackt. Zusätzlich kommen noch ein paar Fahrgäste rein. Das sind wirklich die billigsten Figuren, die man so auf dem Markt bekommen kann. Die sind auch schon mit Farbe versehen. Diese verwende ich gerne in den Waggons, da man von außen sowieso kaum diese sieht, geschweige Details erkennt. Diese Figuren müssen noch gekürzt werden, indem man leider Beine abschneidet, damit sie vernünftig auf die Sitzbänke passen. Von außen wird diese Operation in Anführungsstrichen nicht zu sehen sein. Ein paar davon kann man aber auch ungekürzt in den Gängen stehend platzieren. Und wenn man die Platine bereits programmiert hat, also die Decoder-Adresse vergeben hat und diverse Lichteffekte eingestellt hat, sowie die Lichtstärke, kann man nun sie in den Waggon einbauen. Vorher werde ich aber noch diesen Kondensator hier einbauen, also einen sogenannten Supercup. Ich habe noch diese kleinen hier auf Lager, die man leider nicht mehr zu kaufen bekommt. Diese werden an die Stellen für Powerpack gelötet, da diese Eingänge bzw. Ausgänge für 5,5 Volt gedacht sind. Bitte hier nicht die Kontakte mit Cap Plus und Cap Minus verwechseln, die höhere Spannung führen und dazu führen werden, dass so ein Kondensator sonst kaputt gehen wird. Und zum Isolierung werde ich noch einen Schrumpfschlauch über diesen Kondensator ziehen, damit er im Inneren keinen Kurzschluss verursachen kann. Damit die Platine im Waggon gehalten werden kann, verwende ich einen doppelseitigen Klebeband. Hier einfach ein Stück grob abschneiden und in die Mitte platzieren und dann die Schutzfolie abziehen. Die Platine hier reinlegen und leicht draufdrücken. An dieser Stelle muss ich noch erwähnen, dass ich bei diesen Pico-Wagens die Rücklichter, die hier verbaut wurden, komplett entfernt habe. Das waren solche roten Plastikeinsätze. Diese lassen recht wenig Licht durch und die Rücklichter der Platine leuchten auch nicht so hell. Damit werden also die Rücklichter kaum zu sehen sein. Jetzt werden die LEDs also einfach von innen an diese Stellen mit einem Sekundenkleber verklebt und leuchten durch diese Löcher einfach durch. Und so sieht das Ganze am Ende aus. Die Rückleuchterkontakte wurden in 90 Grad nach oben gebogen, also zum Dach des Waggons, da diese sonst in die nächste Bankreihe herausragen würden und dann an den entsprechenden Positionen verklebt. Der Kondensator und die Kabel einfach möglichst dazwischen platzieren. Hier sieht man auch, dass der Kondensator einen weißen Schrumpfschlauch erhalten hat. Und wenn natürlich von der Seite betrachtet, dann kann man die Kabel von außen auch sehen. Aber gerade in Spur N hat man im Inneren einfach nicht wirklich viel Platz. Nun können wir alles vorsichtig verschließen, um nicht gerade diese dünnen Kabel hier einzuklemmen. Ich habe den Waggon noch von außen leicht gealtert. Hier ist der Vergleich mit einem noch nicht gealterten Waggon. Bei den Personenwaggons sollte man nicht zu viel Schmutz und Rost verwenden, da diese in meisten Fällen doch gut gepflegt werden, im Unterschied zu Güterwaggons. Zudem in Spur N wirken die Alterungseffekte im Maßstab zu massiv aus. Wenn man allerdings noch die Verwendung mit Diesellokomotiven simulieren möchte, sollte man das Dach stärker mit Ruß und Dreck versehen.
Wie man solche Waggons altert, dazu werde ich noch ein separates Video machen. Deshalb möchte ich in diesem Video nicht darauf eingehen. Was wir aber hier noch machen müssen, wir müssen den Waggon mit einem matten Klarlack versehen, um die Farbe und Pigmente zu schützen, auch wenn hier der Waggon schon sehr gut ist und kaum Plastikglanz aufweist. Die Problematik dabei ist, dass wir hier Fenster haben, die nicht herausnehmbar sind und die nicht matt werden dürfen. Um das Problem zu lösen, verwende ich Colorstop von Revell. Das ist so eine dicke Masse, die auch recht unangenehm riecht. Ich nehme dann einen Zahnstocher und trage die Masse vorsichtig und akkurat und recht dick auf die Fenster hier drauf. Wichtig ist dabei, dass die Masse wirklich alles abdeckt und keine Stellen auslässt. Nun, wenn Colorstop getrocknet ist, dann wird diese flüssige Masse gummiartig und man kann dann den Waggon mit matten Lack versehen. Jetzt, wo alles trocken ist, nehme ich wieder einen Zahnstocher und fange in eine Ecke vorsichtig die Masse wieder abzupulen. Dabei gehe ich einfach am Rand und arbeite mich anschließend zur Mitte durch. Am Ende hat man nur noch so ein Gummikugelchen und die Fenster sind wieder ganz klar. Wenn man trotzdem durch Colorstop Reste hat und das auch unschön findet, dann kann man dort vorsichtig mit zum Beispiel Isopropanol durchwischen, bitte aber das Zeug vorher an anderen Plastikteilen ausprobieren, um Beschädigungen zu vermeiden. Am Ende sieht der Waggon mit der Innenbeleuchtung nun so aus. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr mein Video angeschaut habt und bis zum nächsten Mal.